Dabei ist, so wie wir das hier sehen, so leider in diesem Rennen derzeit. Aber Tim Geiser wieder ganz nah dran. Spitzer kommt zurück aus der Runde. Hallo. Stadtkatastrophe mit ganz wichtiger da vorne bei den drei.
So aus, denn er macht da richtig Meter gut auf Chaoni, wo er lang ist. Die Stahle aber auch ran. An der Behörling und wo man lebe. So, wir kommen mal kurz nach hinten, wer da führt zu, drückt ihn neben den Schmuck. Das ist die Innenlinie, den Kaiser muss kreuzen, muss nach außen gehen. Wir sind nicht nach meinem auch im zweiten Sektor wieder 13, den man aufsetzt. Bis zur 41 aus Jonas auf der Ersatzgas und dahinter Glenn Kolden auf mit der Yamaha. Die sind auch nur ein Sekündchen auseinander. Und jetzt geht es hier in die nächste Runde Abstand, vielleicht 2-3 Motorradstrecke oder 0,6 Sekunden nur. Beide Leiste in der letzten Runde gewesen bei 54.
Also der Deutsche und den Franzosen. Erster Sektor und dann ist es wieder Max drin. Yeah.
Hinauf, sondern dann um den Teich herum, auch ziemlich steil, hoch in Richtung Startgerade. Da hat es schon den ersten kleinen Sturz gegeben dort, während an der Das ging hier ganz eng zu und Elo José, der war ja Dritter im ersten Rennen, übernimmt jetzt die Führung vor Tobias Scharinger. Scharinger damit auf zwei Elias.